Ja, liebe Pforzheimerinnen und Pforzheimer, liebe Freunde des Hauptfriedhofs, heute sind wir im älteren Teil und schauen uns zwei Tiere an. Also es geht praktisch ein bisschen um Pforzheim tierisch, auch wenn es beim Hauptfriedhof natürlich noch weniger passt als sonst. Eine Figur steht seit ein paar Jahren wieder hier, war früher schon mal hier und stand zwischen der Zeit im Garten des Hauses der Familie hier im Pforzheimer Raum. Das ist die Figur, vor der ich heute stehe. Es ist der gute Hirte, ein sehr junger guter Hirte, der hier abgebildet ist. Eine Bronze, die, schauen Sie mal genau hin, im Gesicht sogar durch die Oxidation mit der Zeit Tränen hineinbekommen hat. Das verlorene Schaf ist gefunden, es wird nach Hause getragen, auch eine symbolische Darstellung für den Tod, dass man eben zurückkommt in dieses ursprüngliche Heim. Und wir sehen ihn mit einer Hirtentasche, diesen jungen Hirten, der auch David sein könnte und nicht nur Christus im übertragenen Sinne in dieser Gleichnisgeschichte vom guten Hirten. Also da schwingt beides mit und Jesus ist ja schließlich aus Davids Stamm. Die Figur ist zeitlich ein bisschen schwierig einzuordnen. Also ich weiß nicht genau, von wann sie wirklich ist. Und auch nicht, wer der Künstler war. Vielleicht kriegt man das irgendwann noch raus. Sie könnte aus den 30er Jahren stammen, vielleicht auch erst aus den 50ern. Aber vielleicht wird es mal einen Zufall geben, eine Fügung und wir werden das herausbekommen. Ja, von hier aus ist es nicht weit zu einem der Tiere, die hier ja eigentlich immer gesucht werden und die man auch nicht heimführen muss, weil sie hier auf dem Pforzheimer Hauptfriedhof zu Hause sind. Und es ist ein Reh, ein sehr bekanntes Tier, jetzt haben wir einen schönen Vogel hinter uns, das Bambi ist, das Bambi. Ein Film von Disney aus den späten 30er Jahren, war einige der wenigen Filme, die auch im Dritten Reich gezeigt werden konnte. Und die eben auch die Tochter von Marika Röck, die ja also im Krieg geboren wurde, gekannt hat. Und der auch gleich nach dem Krieg wieder lief. Und als dann im Jahr, ich weiß nicht genau, 48 oder vielleicht auch erst 49 über Burda der erste Filmpreis noch ohne Namen verliehen wurde und Marika Röck den bekam, soll die Tochter später zu der kleinen Figur, der aus Karlsruher Majolika, hellgeschlemmt, gesagt haben, das sieht ja aus wie das Bambi. Und so war der Filmpreis Bambi geboren worden. Die Schöpferin des Bambis ist hier bestattet. Es ist Else Bach. Else Bach, die 1899 in Heidelberg geboren wurde, mit ihrer Familie ganz als junges Mädchen hierher kam, weil der Vater beruflich nach Pforzheim kam und dann verschiedene künstlerische Ausbildungen durchgemacht hat, welche genau können Sie unten im Text dazu lesen, und die dann unter anderem für die Karlsruher Majolika gearbeitet hat und sehr viele Tierdarstellungen, schön, dass du hier Musik machst für uns, sehr viele Tierdarstellungen, auch Tierkinder gemacht hat, auch einen Panther habe ich zum Beispiel zu Hause aus Majolika. Und dabei auch verschiedene Rehkitze, stehende, zwei, eins, ein äsendes wie hier. Und dann eben diese Figur, ein Reh, ein junges Reh eigentlich, das steht, den Kopf nach hinten gegen die Laufrichtung gewendet. Und das war die Vorlage, das war jene Majolika, die damals also im größeren Umfang gekauft wurde und dann halt als Filmpreis von jetzt auf gleich vergeben wurde. Und dann später in den 50er Jahren in Metall umgestaltet, etwas verschlankt, vergoldet in Anführungszeichen wurde. Und so noch einmal umgestaltet lebt sie bis heute fort. Else Bach hat im Zweiten Weltkrieg ihr Pforzheimer Atelier verloren, hat dann bei einer Familie einen Unterschlupf gefunden, konnte wieder anfangen, aber leider kam dann Krebs dazu. So starb sie 1951. Sie hatte eine Urnenbeisetzung und die Urne ist unten in dem Sockel eingemauert. Es ist ja nur eine kleine Kapsel, die da sehr gut passt. Bis vor ein paar Jahren gab es hier hinter der Figur eine Hecke, die weggenommen wurde. Und vorher hat man halt immer gefragt, wo ist das Bambi? Also diese Frage habe ich oft bekommen. Und jetzt kann man sie von dem Weg dahinter besser sehen.
Und immer wieder, wenn es geregnet hat zum Beispiel, da ist eine kleine Kuhle, wo ja, das Reh also gerade sozusagen ist. Dann sieht es aus, als wenn es trinkt. Und im Herbst, da legen die Leute zum Beispiel Kastanien hin. Das ist auch immer sehr schön. Ja, diese Figur ist wirklich etwas Besonderes, weil sie verknüpft Filmgeschichte auch mit der Geschichte einer besonderen Künstlerin, die leider nicht das Glück hatte, noch mal 10, 20 gute Jahre zu haben und dann eben 1951 verstarb. Und Freunde haben ihr dieses Grabmal, das auch schon mal kaputt war, das wieder hergestellt wurde, gestiftet damals. Und das hat sie auch wirklich verdient, die Else Bach. Manchmal sieht man Figuren von Else Bach auch in alten Uferfilmen oder dann auch in Filmen aus den 50er Jahren, wenn sie in der damaligen Gegenwart spielen, ja, auf dem Vertigo. Das waren diese typischen kleinen Figuren, die es damals zu Zierde gab. Und wenn Sie zufällig auf einem Flohmarkt eine Else Bach, das ist dann auch entweder EB oder Carzo Majolica oder E. Bach signiert, finden und sie für ein paar Euro erwerben können, dann haben sie einen brauchbaren Kauf gemacht. Denn die Figuren sind schon ein bisschen mehr als ein paar Euro wert, wenn auch nicht Tausende, sondern vielleicht mal 100, 150. Und sie sind durchaus qualitätvoll und echte Zeitzeugnisse für die 30er bis frühen 50er Jahre. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Jetzt hier ein Lamm vom guten Hirten und eben das äsende Reh, das Bambi von Else Bach. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie gesund, Ihr Olaf Schulze.